Sie machen Jagd auf Brüsseler Polizisten, werfen Absperrgitter und sogar brennende Mülltonnen nach den Beamten. Diese ergreifen die Flucht vor dem wütenden Mob. Mit Tränengas und Wasserwerfern setzt sich die Polizei zur Wehr. Mindestens 3 Polizisten und rund ein Dutzend Demonstranten müssen mit Verletzungen ins Krankenhaus. 50.000 demonstrieren im Europaviertel gegen die Corona-Maßnahmen. Geschwenkt werden unter anderem auch deutsche Fahnen. Hierzulande bleibt der Protest am Abend friedlich. Bei den Beratungen von Bund und Ländern soll heute auch über Öffnungsperspektiven gesprochen werden, auch wenn für Kanzler Scholz Lockerungen inmitten der Omikron-Welle nicht angezeigt sind. Ähnlich sieht das auch Gesundheitsminister Lauterbach. Wenn die Fallzahlen wieder runtergehen, und damit ist ja zu rechnen, wenn wir über diese Welle weg sind, dann kann es bei den Einschränkungen natürlich nicht bleiben und dann würde man Schritt für Schritt würde man wieder Öffnungen machen. Thema ist heute auch Lauterbachs Vorschlag, dass PCR-Tests, weil knapp, künftig nur noch begrenzt eingesetzt werden. Vorwiegend bei Risikogruppen wie alten Menschen und deren Betreuern. PCR-getestet werden außerdem noch Beschäftigte in Kliniken, Praxen und Pflegeheimen. Für sie soll auch die Quarantänezeit verkürzt werden.